Ich stehe heute hier live direkt im Bundestag. Ich melde mich hier zu Wort, weil unsere Abgeordneten, unser neu gewähltes Parlament von über 700 Abgeordneten ist wirklich arm, arm dran. Ich möchte ganz gerne jedem Steuerbezahler, der in der vergangenen Woche gesagt hat, um Gottes Willen, was ist das für ein großer Bundestag, über 700 Abgeordnete, muss das denn sein? Ich sage, ja, das muss sein. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, es ist wirklich zu wenig, was unsere Abgeordneten an Bezügen erhalten. Ich möchte das ganz kurz aufführen und ich möchte einfach auch für Verständnis plädieren. Und zwar haben wir in unserem neuen Bundestag über 700 Sitze. Der ein oder andere wird eine Schnappatmung bekommen haben in der letzten Woche. Wir haben quasi 111 Sitze mehr als ein minimaler Bundestag haben muss. Unsere Abgeordneten bekommen eine Entschädigung monatlich in Höhe von 9.541,74 Euro. Cent. Das Ganze ist natürlich steuerlich, muss man natürlich auch versteuern, aber es gibt dafür wiederum auch keine Sonderzahlung, kein Weihnachtsgeld, kein 13. Monatsgehalt. Also ich finde, das ist schon eine riesengroße Frechheit von uns Steuerzahlern, dass wir unseren Abgeordneten das nicht gewähren. Aber nun gut, dafür haben wir dann sehr großzügig ja jetzt eine Ausstattung für sachliche Leistungen wie für das Büro, für ja, für Geldleistungen, für Mitarbeiter und Reisekosten. Diese Pauschale ist steuerfrei. Darin beinhaltet ist zum Beispiel auch eine zweite Wohnung am Parlamentssitz, falls jemand nicht dort bereits wohnt. Wenn jemand bereits in Berlin wohnt, dann kann er sich diese Pauschale natürlich, ja, steuerfrei auf die Entschädigung draufrechnen. Der Betrag monatlich 4.318,38 Euro. Ich persönlich finde, das ist ein kleines wenig, kein wenig zu wenig, vor allen Dingen in Bezug auf die Entschädigung dann noch von knapp 10.000 Euro. Naja. Gut, nun sei es drum. Ein Abgeordneter hat auch leider nur einen Anspruch auf ein voll eingerichtetes Büro in der Größe von 54 Quadratmetern. Lieber Steuerzahler, ich finde, wir sollten da in diesem Fall nicht so knauserig sein. 54 Quadratmeter ist definitiv zu klein. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, meine Wohnung ist noch nicht einmal so groß, in der ich lebe. Leute, Abgeordnete sind besser gestellte Menschen. Da muss man einfach auch mal ein bisschen großzügiger sein. Vor allen Dingen dürfen sie ja auch nicht in die Versuchung kommen, von Lobbyisten zum Beispiel, dass sie sich kaufen lassen, nicht wahr? Also insofern sollte uns das auch schon das wert sein. So, weiter geht's. Wir haben natürlich die Bahncard und die öffentlichen Verkehrsmittel, die deutschlandweit umsonst genutzt werden können. Ich finde, das haben wir ganz gut geregelt. Es gibt natürlich auch noch die Dienstwagennutzung, die jedem freigestellt ist. Dann haben wir ein Überbrückungsgeld, das möchte ich auch einmal erwähnen. Überbrückungsgeld für Hinterbliebene. Das ist quasi dafür, dass die Lebensverhältnisse, diese Umstellung erstmal, dass jemand aus dem Berufsleben ausscheidet, in das Parlament einzieht, für die Angehörigen erträglicher ist. Dieser Überbrückungsgeld beträgt eine Monatsentschädigung in Höhe von 9.541,74 Euro. Ja, ich persönlich finde, das ist etwas zu niedrig. Vor allen Dingen, ich meine, die Ehefrau oder der Ehemann leidet natürlich exorbitant, wenn der Partner oder die Partnerin ins Parlament einzieht. Insofern bitte ich jeden Steuerzahler, noch einmal darüber nachzudenken, ob es nicht möglich wäre, das Ganze etwas zu erhöhen. Dann haben wir noch für Büro- und Geschäftsbedarf, also Werbekosten in dem Sinne, 12.000 Euro im Jahr. Ich finde auch, das ist ein bisschen zu knickerig. Da sollten wir Steuerzahler doch einfach mal etwas großzügiger sein. Gut, es gibt noch Nebenleistungen, die ja diverse Einnahmemöglichkeiten. Der Abgeordnete kann noch 1.000 Euro nebenbei monatlich sich dazu verdienen.
Ich finde, das haben wir ganz gut gelöst. Okay, eine Sache ist natürlich mit den Werbekosten von 12.000 Euro. Es ist natürlich etwas unfair. Ich finde auch, wir Steuerzahler, wir werden ja quasi mit Werbekosten, ist das ja nicht so einfach, diese zurückzubekommen. Wer selbstständig ist oder Angestellter, der versucht, diese Kosten anteilig zurückerstattet zu bekommen vom Staat, wird auf diverse Hürden stoßen und bis man dem Finanzamt erstmal erklärt hat, dass man eine Bahnkarte oder ein Ticket für 2,50 € irgendwo gezogen hat. Ja, ich meine, das ist schon wirklich. Aber ich denke, dafür sind die Abgeordneten natürlich auch wirklich wichtiger als wir Steuerzahler. So, was haben wir dann noch? Eine Mitarbeiterpauschale. Eine Mitarbeiterpauschale im Wert von jährlich 20.870 Euro. Und Moment. Oh, ich höre gerade, das ist monatlich, monatlich. Also eine Mitarbeiterpauschale von 20.870 Euro monatlich pro Abgeordneter. Ich finde, da haben wir uns nicht lumpen lassen. Das ist wirklich nicht schlecht. Dann gibt es natürlich auch Übergangsgeld, das möchte ich auch kurz erwähnen. Übergangsgeld, das ist also um für jedes Jahr, was der Abgeordnete im Bundestag tätig gewesen ist, bekommt er eine Entschädigung, monatliche Entschädigung bis zu 1,5 Jahre. Wenn er das voll ausnutzt, sind das am Ende 172.000 Euro, die wir ihm auch zugewilligen. Aber dafür leidet er auch. Und diese Entschädigung, ich meine, wir müssen Abgeordnete definitiv auch entschädigen. Dann, was haben wir noch? Ich musste mir das alles notieren, weil wir uns da ja sehr viele Gedanken gemacht haben. Die Rente. Ja, die Rente. Also bei der Rente sieht es so aus. Da muss ich ehrlich sagen, da sollten wir noch mal ein bisschen aufstocken bei unseren Abgeordneten. Also ich rufe jetzt wirklich alle Menschen im Land auf. Wir sollten eine Spendenaktion für unsere Abgeordneten machen. Deswegen stehe ich heute auch live hier im Bundestag. Frau Merkel wird gleich noch erwartet und wird noch ein Statement dazu abgeben. Also zur Rente. Der Bundestag, also wer ein Jahr dem Bundestag zugehörig gewesen ist, bekommt schon einmal 239 Euro monatliche Rente ausgezahlt. So, und wer jetzt wirklich ein maximaler Anspruch, das heißt nach 27 Jahren, wir haben ja auch Langzeitabgeordnete, da summieren sich dann Bezüge von 6.440 Euro monatlich an Rente. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich sehr wenig. Ich muss auch ehrlich sagen, damit kommt man wirklich knapp über die Runden, sehr knapp über die Runden. Und es ist nun auch so, man kann natürlich, was haben wir zugebilligt, 10 Jahre früher in Rente gehen. Natürlich abschlagsfrei. Unsere Abgeordneten sollen es doch gut haben. Aber ich würde sagen, wir sollten in diesem Jahr, sollten wir nochmal neu darüber verhandeln, wir Steuerzahler. Wir sollten das Ganze noch einmal aufstocken. So, dann haben wir, ja, die Nebentätigkeit habe ich bereits erwähnt. So, jetzt kommen wir mal zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2018 kostet uns unser Parlament, unsere Demokratie 517 Millionen Euro. Ich finde, das ist wirklich recht wenig. Und wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal über die 4 Jahre hochrechnet, dann sind wir halt bei etwas über 2 Milliarden Euro. Nur zum Verständnis, 1 Milliarde hat 9 Nullen. 2 Milliarden haben jetzt nicht 18 Nullen, aber immerhin auch 9 Nullen. Also in diesem Sinne, das kostet uns oder das lassen wir Bürger uns unsere Scheindemokratie kosten. 2 Milliarden Euro in einer Legislaturperiode. Ja, also ich würde sagen, das ist zu wenig. Lasst uns drüber sprechen. Der Steuerzahler draußen, ihr werdet sicherlich Verständnis dafür haben. Ich plädiere dafür, dass unsere Abgeordneten mehr Geld bekommen, mehr Zuschüsse bekommen. Wir sollten da einfach etwas großzügiger sein. So, in diesem Sinne, Frau Merkel wird sicherlich gleich hereinkommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche einen angenehmen Tag.
Bis dann. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen.